So, wir machen weiter mit Städtisch 6. Haben hier drei Busse, ein Schiff war das, fünf Fahrzeuge und ein Panzer. Wobei Panzer ich noch gar nicht hatte, das ist jetzt in den Städtischen neu. Ja, zur Auswahl natürlich Hydraulik für unsere Brücke, für das Schiff, Eisen und Stahl. Und dann würde ich auch hier, dass wir direkt mal durchstarten, hier mit Stahl mal beginnen. Hier wäre unsere Öffnung. Ich muss da gerade ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Na, ich glaube, das mache ich mal ein bisschen anders. Okay, es sind genau 200 Meter die Straße. Hier ist dann unsere offene Verbindung für die Hydraulik. Und jetzt brauchen wir nur noch die nötige Konstruktion darüber. Und wie wir wissen, jetzt mit dem Hydraulik ist es nicht ganz so einfach. Machen wir mal da dasselbe. Das muss jetzt natürlich alles passen. Vor allen Dingen, da wir relativ wenig Material zur Verfügung haben, weiß ich noch gar nicht, ob diese Taktik hier aufgeht. Also ich glaube fast nicht. 178 Meter haben wir noch. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ob das reicht? Ich denke fast nicht. Doch. Auch das langt noch. Bin mal kurz testen, ob die Brücke überhaupt hält. Hängen die ein bisschen durch. Das beheben wir aber gleich mit der Hydraulik. Einmal in die Richtung und einmal in die. Jetzt. Sie steht. Bislang. Gut, jetzt haben wir die drei Busse waren das. Kommt jetzt schon der Panzer oder kommt das Schiff? Das Schiff kommt jetzt. Oh, das sind Belastungen. Das sind Belastungen. Zu viele. Wieso hat das Schiff jetzt nicht durchgepasst? Weg. Und das machen wir weg. Und das machen wir ebenfalls weg. Das in der Mitte lassen wir mal stehen. Zwar machen wir das Ganze ein bisschen größer. Ob das nun reicht, glaube ich fast nicht. Wir befestigen auf jeden Fall schon mal die Hydraulik. Okay. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Eisen übrig.
könnte reichen, muss aber nicht. 107 Meter haben wir noch. Ich verstärke das Ganze hier mal noch einen Tick. Ob das nun ausreicht, werden wir gleich sehen. Okay, gebrochen schon mal nichts. Ja, schaut auch gut aus bislang. Ja, das ist halt der absolute Stresstest hier mit diesen Brücken, mit diesen Schiffen. Also diesmal sollte er auf jeden Fall durchpassen. Gut, die Autos sollten eigentlich überhaupt kein Problem darstellen. Mit dem Panzer bin ich mal gespannt. Ich weiß noch nicht, gibt es jetzt keine Gewichtsangabe dazu? Doch, 30 Tonnen, oh Gott. Ist ja kleiner wie die Busse. Boah! Ich werd verrückt. Also der Panzer ist doch schwerer als gedacht. Wie lang ist denn das Stück hier? 11 Meter. Da können wir auf jeden Fall nochmal Stahl nutzen. Und wie lang ist das hier? 10 Meter. Auch hier nehmen wir nochmal Stahl. Das ist bloß 10 Meter. So, wir haben 26 Meter Stahl. Achso, ich brauche jeweils. Oh, voilà, das war die falsche. Super, das sieht man fast gar nicht. So, wir brauchen da. Ja, 20 Meter. Okay, das funktioniert schon mal nicht ganz so, wie ich mir das gewünscht hätte. Dann bleiben wir hier mal beim. Nee. Das machen wir doch anders. Und zwar nehmen wir das Eisen hierfür. Den Stahl besser gesagt. Und das Eisen nutzen wir hier. Okay. Probieren wir das Ganze noch einmal. Ah! Was bricht denn jetzt zusammen? Das kann doch gar nicht sein. Bei Stahl bricht die Brücke ein und bei. Das sehen, der fährt es einfach um. Habe ich da vielleicht irgendwas gemacht? Schau mal, da geht so ein Querbalken drüber. Das kann doch gar nicht funktionieren. Wir hatten den gemacht. Also wir machen da nochmal Stahl. Ah, jetzt ist er weg. Kein Wunder. So, jetzt probieren wir das Ganze noch einmal. Schaut schon besser aus. Noch nichts zerbrochen. Ich frage mich auch, obwohl beides baugleich ist, warum die rechte Seite hier stärker belastet ist als die linke Seite.
Aber gut, so ist es halt. 7 zerbrochenes. Wir hatten vorhin, glaube ich, 10 in dem Versuch. Also unser Stahlträger bringen anscheinend auch ein bisschen was. Wäre ja schlimm, wenn nicht. So, die Aurus mit 5 Tonnen, dann kommt der Panzer mit 30 Tonnen. Also das hat doch ein bisschen Gewicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Super. Also haben wir wohl städtische 6 geschafft. Ist jetzt nicht die Monsterbrücke schlechthin. Aber wir hatten auch nicht das Material dafür, eine schönere zu bauen.